Willkommen zurück, Leute, hier bei meinem Risen Let's Play. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben das letzte Mal ja diese Insel hier gesäubert. Und jetzt hoffen wir mal, dass der... und haben auch den Piratenschatz gefunden. Piratenschatz gefunden, für den wir da waren. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Ericsson noch am Strand ist. Weil wir wollen ja den Ericsson nicht wieder zurück zu seiner Piratencrew lassen. Weil ich glaube, dass mir diese Jungs noch Ärger machen. Und mit mir nicht. Also wenn Ericsson noch da ist, dann... Ja. Ne, er ist weg. Ach, da ist er. Ach, da ist er. Sehr schön. Nochmal Angst-Safe. Ne? Ah, ich habe ja kaum Lebensenergie. Ist ja nix. Na. Ich war auf der kleinen Insel. Ich habe auch einen von Stahlbarts Hinweisen dort gefunden. Okay, dann ist mein Job hier erledigt. Welcher Job? Du hast doch gar nichts gemacht. Du lebst doch noch, oder? Also, ist mein Job erledigt. Mach besser, dass du weiterkommst. Du bist noch nicht fertig mit deiner Arbeit. Okay, das lasse ich mir nicht gefallen. Dir werde ich helfen, Bürschchen. Haha, sehr schön. Ahoi, Landratte. Eriks. Mit mir nicht. So, Thema erledigt. Der Ericsson dürfte auch nichts mehr dabei haben. Knüppel hat er dabei noch. Fackel habe ich hier hingelegt. Ja, hat nichts mehr dabei, weil ich ihn ja schon einmal vermöbelt habe. Das war derjenige, den ich aus dem Bordell rausgeschmissen habe. Was war das hier? Hier war gerade eine Anzeige. Eine Minze. So, obwohl, ich kann jetzt hier auf dem Rückweg schön Pilze futtern. So, hier ist die Hafenstadt. Wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin, sind dann hier gelandet. Also es war auch sehr gut, dass wir hier gelandet sind. Weil, wir jetzt halt hier diesen Auftrag machen konnten. Die Atmosphäre ist halt schon geil hier mit diesem Licht und so. Und der Fackel. Ich laufe natürlich lieber am Tag rum, aber es sieht einfach schön aus manchmal. Hier können wir mal Eisenerz kloppen zum Verkaufen. Der wird natürlich jedem Schmied. Mir ist nicht zu holen. Kurzer Schluck. Na, seht ihr ja. Ist ja jetzt neu, dass ihr das seht. Da wird jedem Schluck natürlich das Herz bluten, wenn wir hier die Schätze so. Diese Schmiedeschätze einfach so verkaufen. Oh, ist doch noch ein Wolf. Hier, das ist ein normaler. Da ist meine Angst dann doch nicht so groß. Wieso sind die denn wieder da? Habe ich das letzte Mal übersehen? Weil wir sind ja hier runter gemoved. Ne? Habe ich die übersehen? Also hier spawnen ja keine Gegner. Jedenfalls soweit ich weiß, ne? So. Erstmal mal weiter die Pilze. Obwohl, ich glaube, die Pilze brauchen wir für einen Trank. Jetzt habe ich schon so viele gegessen. Jetzt legen wir mal was anderes rein. Hier Fleische. Fleisch brauche ich nicht für Tränke. Das brauche ich. Ach nee, Fleisch brauche ich für Suppen. Ach Mann, jetzt wird es langsam kompliziert. Dann nehmen wir Huhne. Ja, zack. Hühn. Na super. So, okay, jetzt mal auf die Map geguckt. Wir wollten, hier müssen wir hin. Das heißt, einfach dem Weg folgen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo komme ich denn hier überall hin? Ich laufe hier total orientierungslos rum und tauchen überall miese Gestalten auf. Habe ich die Goblins hier nicht schon besiegt, die Gnome? Weil das ist komisch, dass hier nur einer ist. Ich glaube, ich habe alle hier schon besiegt und da war noch ein Ombre übrig. Ne, hier war ich noch nicht. Haben die hier so viele Leute umgehauen? Was? Teller ist hier, Pokal ist hier, Halskette, Ring, Alter. Hier eine Spitzhacke und alles. Die waren ja richtig aktiv. Hm, kleiner Bernstein. Aber man kann auch zum Goldschmied werden. Das weiß ich, aber das habe ich auch noch nicht gemacht.
So. Nein, 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 ich will doch nicht darunter. Ja. Hier hat auch noch irgendwas geknurrt, oder? Nur was ist das? Ah, es ist noch ein Häuptling. Ah, die brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche ja 15 Altmetall für den Schmied der Hafenstadt. Und ich glaube, die Häuptlinge führen das. Tschüss. Häuptling, ja hier, Werkzeugbeutel. Ne? Na, brauchen wir noch ein bisschen was. Pilze, schön. So. Hier, sag mal, ist denn heute schon Weihnachten? Wo bin ich denn hier jetzt? Na gut, dann gehen wir erstmal hier. Ob hier überhaupt noch was ist. Ja. Ich komme hier in Gefilde. Ich meine, wenn ich... Das ist ja halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine spielen würde, ja, dann würde mich das ja jetzt nicht sonderlich jucken, ne? Dann laufe ich einfach hin, wo ich will, ne? Aber ich versuche das ja schon ein wenig zu strukturieren, wenn wir schon hier das zusammen machen. Heilwurzel und Wildschweinfell, ja. Ah, sowas findet man in Drohnen. Dann versuche ich ja schon so ein bisschen so einen Plan zu verfolgen, ne? Und da gibt es aber auch manchmal so Ecken wie jetzt, da kommt man einfach von einem ins andere und weiß gar nicht wieso. Ne? So, lasst uns mal schauen. Ja, wir sind vollkommen auf dem richtigen Weg. Levitieren. Werde ich jetzt wieder mal nutzen. Kommt sicher auch außenrum ganz einfach hier hin, aber... Ist hier was zum Ausgraben? Nö. So, was sind wir jetzt? Mal gucken. Einfach hier über die... drüber geflogen. Hier ist ein Schweini. Hier sind Wölfe. Perfekt. Ja, es sind ja das letzte Mal eine Stufe aufgestiegen. Mal gerade mal reingucken. 25 Punkte haben wir schon zum Verlernen. Also ich werde jetzt Ankündigungs-Stan. Wenn wir die nächsten Echsenmenschen finden, werde ich mich auf jeden Fall dann in die... Dann finden wir wieder eine neue Teleportscheibe. Und dann werde ich mich... Oh, fuck. Jetzt kommen aber viele hier. Jawohl, das war gut. Das war ein Befreiungsschlag. Das haben die Wölfe erstmal erkannt, dass hier nicht so einfach mit mir zu spaßen ist, ne? Da müssen sie mal eine Schippe zulegen. Da werde ich mich dann zur Vulkanfestung teleportieren und erstmal ein bisschen... aufleveln. Hauptsächlich Mana brauche ich mehr und dann die Maximalstufe von dem ja, von dem Mana-Geschoss, was wir haben. Habe ich jetzt alles hier? Gut, mal speichern. Ihr brüllt es doch schon wieder. Wer brüllt mich denn da schon wieder an? Das ist ein Geschrei. Wer ist das denn? Ist doch kein Wolf. Hier ist noch ein Fell. So. Okay, hier drüben sind noch Wölfe. Gucken, das sind ganz normale Wölfe. Da brauchen wir jetzt keine Angst haben. Ja. Haha, weg geht's. So. Und. Oh, es ist ein bisschen hektisch gerade, weil ich mache jetzt im Moment viel diese Seitbewegung. Habe ich jetzt gelernt, dass das ganz gut ist bei Wölfen. Also diese seitliche Swing. So, jetzt liegt hier noch ein Toter. Ja. So. Nice, das lief doch schön. So, jetzt essen wir doch erst noch, hier sind nochmal Äpfel. Gut. Dann esse ich mal die Pflanzen. Das wollte ich das letzte Mal schon machen, habe ich wieder vergessen. Diese Reiselust hier. Bekommt nochmal ein paar Erfahrungspunkte dafür. Ist nicht viel, aber es läppert sich halt, ne? Ich meine, wir haben jetzt für den Auftrag vom Ericsson 100 Erfahrungspunkte gekriegt. Also, dass wir darüber gelaufen sind, haben das gemacht, sind zurückgekommen. 100 Erfahrungspunkte. Und, dass die Reiselust, das waren jetzt auch schon, also, mit allem, ich habe das ja schon öfters mal verputzt, waren das bestimmt 200-300 Erfahrungspunkte. Ach du Scheiße. Das ist das, was da als schreit. Das ist eine Aschbestie. Da habe ich ja keine Chance dagegen. Ja, ist okay. Ich hole mir noch hier die Pflanze und dann haue ich wieder ab.
So, mal gucken, wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden und uns orientieren können. Da ist noch eine Pflanze. Ah, ich dachte gerade, hier ist, das wäre ein Gegner. Wolf. Man sieht dann irgendwann Wölfe, obwohl gar keine da sind. Ne? Hafenstadt? Ostküste, da wollen wir hin. Die East Coast. So. So, ja, wie gesagt, dann wollen wir uns ja dann zurück teleportieren, wenn wir die nächsten Echsenmenschen treffen. Oh! Dieses Schreien von den Gnomen hier, das erinnert mich total an die Ratten von Gothic. Dieses. Finde ich ganz amüsant eigentlich. Die Piranha Bytes haben ja hier in dem Spiel sehr, sehr viel. Oh, 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 fuck. Oh, ich dachte, das war's. Also, jetzt dachte ich, das war's. Mal schnell. Haben ja hier in dem Spiel sehr, sehr viel, sagen wir mal, von Gothic adaptiert. Also die durften das ja dann nicht mehr benutzen, weil die Rechte bei ihrem vorherigen Publisher Yowood lagen, die dann dieses Arcania rausgebracht haben mit einer anderen Firma. So, jetzt durften sie die Rechte an ihrem eigenen Spiel nicht mehr nutzen und ihre ganzen Sachen, die sie so entwickelt haben, ihre Welt auch. Und ja, so ist das halt beim Vertragsrecht. Naja, aber auf jeden Fall braten wir jetzt erstmal die Steaks durch, auch wenn es jetzt alle sind. Naja, auf jeden Fall haben sie dann hier einiges so verlegenerweise, würde ich mal sagen, so adaptiert. Und schon Bier trinken zwischendrin. Und das fand ich halt, und dann haben sie halt hier die Gnome genauso gemacht wie die Goblins bei Gothic. So, die Goblins bei Gothic waren halt einfach nur Gegner und die Gnome hier sollten auch einfach nur Gegner sein. Aber die sind so gut angekommen vom Design her und auch so mit den Taschen und so weiter, dass sie halt klauen und so, dass sie halt dann hier im Spielverlauf zu einer eigenen Rasse wurden und das finde ich halt auch geil, ne? Also, es gibt halt diese wilden Gnome, die leben da einfach nur und klauen. Und dann gibt's halt auch Gnome, die mit Menschen zusammenleben. Das werden wir aber erst in einem anderen Teil erleben. Ne? Ja, und die haben es sogar geschafft, die Gnome, auf ein, sagen wir mal, aufs Cover mit einem Charakter quasi. Es gibt einen eigenen Gnomen-Charakter, der halt sogar eine Rolle spielt, in einer gewissen Weise. Ja, jetzt trinken wir aber mal ein paar Heiltränke, haben wir ja eh genug. Und wir sind so stark mittlerweile, dass sogar die normalen Heiltränke kaum noch helfen. Naja, aber nichts verschwenden. Hier müssen wir rüber, also straight über diesen Tümpel. Da kommen wir dann dahin, wo wir hin wollen. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir jetzt hier nicht noch ein paar Wölfe jagen würden. Ne? Lass uns Wölfe jagen gehen. Ja, das ist auch sowas, ne? Die haben natürlich dann, weil sie gesagt haben, okay, wir müssen hier neu starten, wir müssen hier eine neue IP entwickeln mit Risen, dass dann auch der Sprecher, der Originalsprecher halt ausgetauscht worden ist. Und lustigerweise wird ja immer bemängelt, dass der immer so neutral spricht. So emotionslos, ne? Aber das war. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, es war halt so da, die Idee hinter dem namenlosen Held ist, dass das einfach nur eine Projektionsfläche für den Spieler ist. Also für uns quasi, wir projizieren uns auf den namenlosen Held, deswegen hat er keinen Namen, deswegen ist der so, was macht er denn hier? Lebt er noch? Es ist ein Geisterwolf! Hab ich aber nie gesehen. Deswegen hat er halt keinen Namen und deswegen soll der auch relativ neutral sprechen, damit er halt, kein Profil in dem Sinn bekommt. Das
So habe ich das jetzt verstanden. Und daraus ist halt aber irgendwie, dadurch, dass es halt manchmal halt so, ja, wie soll ich sagen, so emotionslos halt ist, so gefühllos, ist es auch manchmal sehr lustig, ne? Lass uns Wildschweine jagen gehen. So. Also ich meine, wenn man diesen Synchronsprecher sieht, also wir müssen eigentlich gar nicht hier lang, aber hab gerade irgendwie so Bock, wenn wir schon hier unterwegs sind. Es ist halt, man kann halt viele Ecken gehen und manchmal ist es halt auch besser, wenn man schon da ist, die gerade macht. Wenn man diesen Mann kennt, der diese Rolle spricht, also es ist ein Schauspieler und es gibt natürlich auch Filme oder so, ich glaube so Tatort und so, wo der mitgespielt hat, kann man auch finden, wenn man mal danach googelt, Synchronsprecher Gothic oder irgend sowas, namenloser Held, Werkzeugbeutel gefunden, da findet man den relativ gut und einfach. Und das ist halt lustig, weil er da halt normal schauspielert, auch mit Emotionen und so. Also, er verstellt sich quasi auch ein bisschen hier. So, mal gucken, wir gehen jetzt hier runter. Da unten ist ich glaube, ein Burgherr. Das heißt, den können wir jetzt... Hat man jetzt zwar nicht vor, aber manchmal... Unverhofft kommt oft, ne, wie man sagt. So, haben wir die Map auch wieder weg. Das war jetzt eine Battle Map. Muss mal speichern. So. Es läuft doch gut. Es läuft gut. Und ich meine, es liegt natürlich jetzt auch daran, ich habe das schon öfter gespielt. Dementsprechend ist meine Orientierung auch relativ gut in dem Spiel. Aber auch für, kann ich nur sagen, für alle, die das neu spielen, ist es auch relativ gut. Also es ist, weil es alles, es ist so klar und wird erst über Zeit größer. Also ja, ihr habt ja gemerkt, ne, am Anfang sind wir unterwegs in der Hafenstadt und so weiter, auch zwischen den Lagern so ein bisschen, wir wissen, wo die Vulkaninsel ist und so, die Eckdaten und die Welt wird halt immer größer und es ist nicht so wie bei jetzt zum Beispiel Skyrim, wo wir überhaupt nicht geführt werden. Ja? So, ich meine, ein bisschen Führung ist für Spieler gar nicht verkehrt. Ja? So, jetzt haben wir hier eine miese Bande. Jetzt haben wir hier Skelette und wir haben Skelette und Gnome. Ne? So. Da will man... Was? Die kann man halt so schlecht treffen. Das ist schwierig. Und hier hat man halt ein bisschen die Führung durch die Welt. Also man durch die Aufträge führen einen natürlich. Das ist ja die Hauptaufgabe von Aufträgen, ist nicht nur Erfahrungspunkte, sondern auch so ein bisschen durch die Welt führen. Uah. Und das machen die halt hier sehr, sehr schön, sehr organisch. Also das ist halt das, was es ausmacht. Es baut halt so richtig schön diese Mechanismen des Spiels in diese Welt ein. Ne? Also es wird auch vieles, was man so kann und macht, wird erklärt. Und so, das finde ich halt gut. Das macht die Welt halt stimmig. Ja, wenn man sagt, irgendwie... auch wenn es jetzt nur relativ einfache Erklärungen sind, ja, die Teleportsteine sind eine alte Technik von den Echsenmenschen und deswegen findet man die bei den Echsenmenschen, weil diese benutzen, die haben ihre Teleportsteine und nutzen das, um ihre Truppen quasi auf gewisse Positionen zu bringen. Also, die haben sich dahin teleportiert, aus diesen unterirdischen Tempeln raus und stehen jetzt da und sollen quasi die Insel so nach und nach übernehmen. Ja. Und wir sind so ziemlich die einzige Instanz, die sich gegen die Echsenmenschen wehrt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt das irgendjemandem sagen sollten, dass es hier Echsenmenschen gibt.
vielleicht dem Kommandant der Stadt nochmal? Okay, das war nicht gut. Ah, ich wollte jetzt gerade abhauen, aber einen Schluck trinken. Vielleicht kann man das nochmal irgendwie anders lösen mit den Skeletten. So, jetzt trinkt man nochmal schnell einen Heiltrank. Und... okay, wir haben auf jeden Fall einen schon mal komplett ausgeschaltet. Dann machen wir uns vom Acker. Essen einen Mana. Ja, einen Mana essen wir. Eine Mana-Pflanze. Guck ja im Moment dieses knallhart durchgenommen oder Dark Souls Let's Play von Nils und Simon bei Rocket Beans, wo die anfangen halt. Die spielen halt Demon's Souls und sind halt nicht so Cracks wie der Eddie und der Dennis von Rocket Beans. Und das ist halt interessant, die wählen halt den Adligen, ne? Das ist so die Anfängerklasse. Ich bin auch Anfänger, ganz klar. Und ich finde es halt, ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe angefangen mit einem, ich wollte nicht diesen Noble heißt er auf Englisch, diesen Adligen spielen, weil der zaubert halt. Und das so einfach und so, ja. Und dann habe ich es halt versucht, als Krieger, so als Söldner oder so. Und habe halt nur aufs Maul gekriegt und so weiter. Und dann habe ich dann auch immer gelassen, wie es halt so ist bei Demon's Souls. Man lässt es dann einfach irgendwann, weil man es nicht mehr sehen kann. Ja, dann habe ich immer nochmal neu angefangen als Adliger. Und das ist wirklich so viel einfacher, weil man halt so miese Gegner, die schwierig zu besiegen sind, schön aus der Distanz erledigen kann. Und da muss ich jetzt sagen, dass ich das als Spieler finde ich es vollkommen legitim, aber als jemand, der unterhalten werden will, finde ich es halt irgendwie doof, dass die halt dann jetzt hier in der ersten Folge der Nils zum Beispiel die ganzen Gegner immer nur mit dem Zauber macht, ja. Der weiß gar nicht, wie stark so ein Blue Knight heißen die, also die Ritter mit den blauen Augen, ne, mit den blau leuchtenden Augen. Wie stark die sind, ja, wie mies die sind. Die hauen einen ja richtig aus den Socken und das wissen die halt einfach nicht. Ja. Aber ja, ich finde es schon ein bisschen schade, dass sie das so machen. Allerdings wird es auf jeden Fall denen nochmal auf den Arsch fallen, weil sie dann überhaupt nicht wissen, wie man das Spiel spielt, sag ich mal. Wenn es in den Nahkampf geht, ist die Übung erstmal nicht da. Und dann kommt ja auch noch dazu, das ist halt der zweite Nachteil, den die haben, die Jungs. Im Moment spielt ja jetzt in der ersten Folge nur der Nils, weil er jetzt noch nicht gestorben ist. Aber wenn der, die geben ja dann immer das Pet ab, wenn einmal einer stirbt. Und, Entschuldigung. Und das wird ihnen halt, das wird ihnen halt noch Probleme bereiten, weil der Simon überhaupt nicht gespielt hat jetzt bis jetzt. Und quasi dann ohne Erfahrung da reingeht und das wird sie dann wieder zurückwerfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auf der einen Seite lame, dass die halt vieles aus der Entfernung natürlich wegballern. Und auf der anderen Seite finde ich es halt lame, dass diese schönen Fallen, wo man sich so drauf freut, so diese Steinkugeln, die dann so runtergerollt werden und so, oder die Brandbomben, in die man halt reingerannt ist, dass die halt für die ausfallen, weil halt Leute immer diese Tipps schreiben, ne? Also das ist ja standardmäßig, dass da so Tipps im Spiel geschrieben werden, so Vorsicht, Falle und sowas, von anderen Dark Souls-Spielern. Und das finde ich halt ein bisschen lame halt. Ich sitze dann halt da und bin halt gehässig und wünsche mir halt, dass die jetzt da voll reinrennen, so wie es vielleicht auch mir passiert ist, ne? Oh Mann, ey. Dann nehmen wir einen ordentlichen Schluck. Ja. Ja, es ist geil. Ich predige das eine und mach aber das andere. Mach's ja genauso, ne? Ich nehme hier auch den Zauberer und der ist ja hier wirklich leicht. Ich wusste allerdings nicht, dass der so leicht ist, ehrlich gesagt. Hab mich damit nie so beschäftigt, dass das so leicht ist.
ich sonst immer mit Schwert und Schild gekämpft habe. So, jetzt wollen wir hier nochmal reingehen und dann legen wir uns hier mal eine Runde hin. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ah ja. Ah, das war jetzt, ich glaube, das ist ein Mana. Mana-Erhöhen-Trank. Geschafft. Hier Bolzen, Mana-Pilz, ja. Alles gut. Ja, maximales Mana erhöht. Den werden wir halt auch erst einsetzen, wenn wir in den Bereich kommen, wo das Erhöhen dieser Fähigkeit mehr kostet. Dann ist er, bringt er am meisten. So, wir legen uns jetzt hier hin. Und weiter geht's dann im nächsten Part. Ich hoffe, hat euch soweit Erkenntnisse gebracht und Spaß bereitet. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.